Es ist der 17. August 1960. Das Indra, ein Stripclub mitten in Hamburg auf St. Pauli. Auf der Bühne stehen ein paar Jungs, fast oder gerade mal volljährig, singend und Instrumente spielend. Für manch einen Gast sind sie eher störend. Eigentlich will man doch nur trinken. Doch heute, 60 Jahre später, wird der ein oder andere Gast in seinen Erinnerungen kramen, als seien sie eine Schatzkiste. Denn die, die da damals das Indra bespaßten, waren die Beatles. Hier nahm die weltbekannte Band ihren Anfang und ist seitdem mit Hamburg unwiederbringlich verbunden. Magisch zieht ein Haus auf St. Pauli noch jeden Beatles-Fan an. Paul-Rosen-Straße 33, das ehemalige Bambi-Kino als schaurige Unterkunft der Beatles 1960 in Hamburg, genießt es traurige Berühmtheit. Nur einer der beiden Räume hatte so eine nackte Glühbirne da von der Decke hängen. Der andere Raum war komplett schwarz. Kein Lichtblick auch die Bühne des Indra, auf der die Liverpooler am 17. August erstmals offiziell als Beatles auftreten. Zu fünft, mit Stu Sutcliffe am Bass und Pete Best als Trommler. Das Indra ist ein Stripclub, den Besitzer Bruno Koschmider mit Rock'n'Roll-Klängen hochbringen will. Fraglich nur, ob die teils noch minderjährigen Anfänger von der Insel dafür taugen. Die Beatles waren keine gute Band und Koschmider wusste nicht, dass er sich mit den Beatles nur Amateure geholt hat. Und sie waren tatsächlich, irre Geschichte, sie waren eine Band vierter Wahl. Nur weil drei andere Liverpooler nicht konnten, wurden die Beatles als Notlösung geschickt hier ins Indra. Mit 1000 Glühbirnen und Elefantenwerbung verspricht das Indra alle packenden Sensationen des Nachtlebens, jedoch am falschen, dem dunklen Ende der großen Freiheit. Das pikante Programm geht im Abseits St. Paulis über die Bühne. Da wurde dann Striptease getanzt, die Katze aus dem Schaumbad und alle noch bedeckt und brustfrei, auch nicht, und ein Feigenblatt auch. Also, dass sie eine Viertelstunde, 20 Minuten getanzt haben mit ihrer ganzen Show, ein paar Lieder, bis sie dann von der Bühne gingen. Und dann haben die Beatles ihre Sachen darauf gepackt und dann haben die gespielt. Im Kaiserkeller des umtriebigen Bruno Koschmider, dem Club mit Musikbox und Livebands am richtigen Ende der großen Freiheit, steht Rosi damals hinterm Tresen und erlebt die Beatles nebenan im Indra. So ganz mit dem Musikalischen waren wir ja auch alle noch nicht so versiert, wie gut was zu klingen hat. Und so ganz professionell war das eben noch nicht. Aber wie gesagt, junge, wilde Gesellen und haben da Musik gespielt. Und ne, das war so für mich okay. 4,5 Stunden pro Nacht spielt die junge Band aufgeputscht im Indra, 48 Tage lang, dann wird der Club wegen Lärmbelästigung geschlossen und die Beatles beginnen die Welt zu erobern. John Lennon, wie immer kurz und knapp, sagte ja so schön, we grew up in Hamburg, not Liverpool, also wir sind in Hamburg erwachsen geworden und ich glaube, alles, was man sich vorstellen kann, ist passiert und noch mehr. Bald ist nichts mehr wie zuvor, die Musik der sogenannten Pilzköpfe verändert die Welt. Alles andere als eine kurze Erkrankung, die die Presse damals attestiert.